Also es gab 1975 in Wuppertal 420.000 Einwohner und davon waren 260.000 evangelisch, landeskirchlich gemeldet. Und heute haben wir in Wuppertal noch 330.000 Einwohner, davon sind noch 120.000 evangelisch. Und diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die Kirchensteuereinnahmen einmal natürlich weggebrochen sind, aber dass natürlich aufgrund der Halbierung oder mehr als einer Halbierung diese Kirche einfach nicht mehr gebraucht wurde. Und so sah sich die evangelische Gemeinde hier in diesem Bezirk Elberfeld-West gezwungen, von ihren vorhandenen vier Kirchen drei Kirchen zu schließen. Mit seinem Bemühen, wenigstens die Orgeln der geschlossenen Kirchen weiter zu nutzen, verdient Herr Ladach sein Geld. Denn nicht überall werden die Kirchen geschlossen. Ich bin immer schon sehr oft und sehr gerne nach Polen gefahren und kenne in Polen auch sehr viele Leute und habe durch meine polnischen Kontakte erfahren, dass es eben in Polen sehr viele Neubauten von Kirchen gibt. Und wir haben dadurch dann diese Marktlücke gefunden, dass gebrauchte Orgeln neue Heimaten finden können. Und so war ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, diese Orgeln zu präsentieren, aufgebaut zu präsentieren, sodass die Leute sich vorstellen können, wie sieht die Orgel aus und wie klingt die Orgel. Und in dieser Suche kam es eben dann, dass wir hier in dieser Kirche eben auch die Orgel abgebaut haben und ich dann eben gemerkt habe, dass in einer Kirche Orgeln auszustellen eben doch eine ganz gute Idee sein könnte. Doch vor dem Verkauf müssen die mechanischen Kunstwerke renoviert werden. Das geschieht in der ehemaligen Sakristei. So, wenn ich jetzt hier einen Ton bewege oder was, hier sind sogar Doppelventile, dann zieht hier das Ventil auf. Wo werden dann die meisten Kirchen geschlossen und Orgeln abgebaut? Also in Deutschland natürlich. Und auch vom Ausland her, in England bauen wir die meisten ab. Das heißt, wir haben im Grunde genommen, wenn man das europaweit sieht, haben wir eine Orgelbewegung in dem Sinne. Wir holen Orgeln aus England, verkaufen sie teilweise auch hier in Deutschland. Und Orgeln aus Deutschland gehen zum Beispiel nach Polen, nach Italien, nach Spanien oder Portugal. Was rät der Orgelverkäufer den Gemeinden, um wieder mehr Menschen zu erreichen? Als Verkäufer von Pfeifenorgeln rate ich natürlich grundsätzlich dazu, eine Pfeifenorgel zu kaufen und nicht eine digitale zu kaufen. Das ist natürlich, liegt natürlich in meiner eigenen Sache, also in meinem eigenen Geschäft. Aber wir stellen immer wieder fest, dass wenn eine adäquate Orgel in einer Kirche vorhanden ist und auch der richtige Spieler vorhanden ist, dass dann das Potenzial vorhanden ist, um die Leute mitzureißen und auch die Gottesdienste entsprechend ansprechend zu gestalten, sodass die Leute auch gerne zum Gottesdienst kommen.